Die Rolle der Betroffenen selbst ist natürlich klar. Da geht es um die Anamnese. Aber sehr oft ist die Außenanamnese wichtig. Und das können nur die Angehörigen, Freunde, Eltern auch beim erwachsenen Patienten übermitteln. Also ein Teil der Information kommt vom Patienten selbst. Bei einer entsprechenden intellektuellen Einschränkung ist das nicht möglich. Daher ist die Rolle von den Angehörigen, von Ihnen, ganz wichtig, dass Sie alle Details erzählen, die Sie wissen. Also, wie schauen die Anfälle aus? Was ist das, was man beobachten kann am Beginn des Anfalls? Wie war der Verlauf der Anfälle vom ersten Anfall bis zu den jetzt im Vordergrund stehenden Anfällen? Die können sich ändern über die Zeit und die müssen dann gewissen Anfallstypen zugeordnet werden. Das Zweite ist, welche Untersuchungen wurden durchgeführt? Sehr oft gibt es einen ganzen Stapel an Befunden, aber es wurden immer die falschen Untersuchungen oder nicht aussagekräftige Untersuchungen durchgeführt. Im Zentrum steht das EEG, die Kernspintomographie und mittlerweile auch die genetischen Untersuchungen, die hier eine Rolle spielen. Man kann manche Epilepsiesyndrome dann sehr gut zuordnen, welche Art hier zugrunde liegt. Lennox-Gastaut-Syndrom ist ein Epilepsiesyndrom, das vielerlei Ursachen haben kann, also nicht nur eine. Daher bitte die gesamte Information beim Erstbesuch, beim Neurologen, bei der Neurologin, beim Epilepsiespezialisten oder bei der Spezialistin mitnehmen. Wundern Sie sich nicht, das braucht Zeit. Ja? Also wenn Sie das erste Mal mit so komplexen Epilepsien, deswegen auch der Name, nicht nur selten, sondern auch komplex, zum Arzt gehen, und ich glaube, die meisten von Ihnen haben schon die Erfahrung gemacht, da gibt es zwei Elemente. Das eine ist, dass der Arzt oder die Ärztin es eilig hat, die Befunde nicht sichten kann und eine Maßnahme setzt, die nicht wirklich förderlich ist. Das sollten Sie nicht akzeptieren. Sie haben das Recht auf die Zeit und Sie haben auch den Anspruch auf eine adäquate Behandlung von Ihnen oder von Ihren Angehörigen. Und diese Zeit ist das, was halt selten wirklich verfügbar ist in einer überfüllten Ordination. Und ich verstehe, dass viele von Ihnen unzufrieden sind, wenn diese Zeit nicht gegeben wird. Aber ich glaube, es ist nicht ersetzbar. Sie können ein bisschen nachhelfen, indem Sie die Befunde vorab schicken, ordnen und dem Arzt oder der Ärztin schicken und mit der Bitte, dass er sie durchliest vor der ersten Ordination. Da kann man ein bisschen sparen, aber es geht nichts über die persönliche Information dieser Daten, die ich Ihnen gesagt habe. Vergessen Sie auch nicht, Verhaltensauffälligkeiten, besondere Gewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten mitzuführen. Und es ist nicht richtig zu sagen, ja, dass Sie kümmern sich um die Anfälle und der Internist kümmert sich um das und der kümmert sich um das. Es gibt nur einen Menschen, einen Patienten und die Information muss zusammenlaufen. Alles ist wichtig wie ein Puzzlestein. Ein Beispiel: eine Lebererkrankung, die nicht besprochen wird und man gibt irrtümlich ein Medikament, das über die Leber verstoffwechselt wird und das verschlechtern kann. Das heißt, somatische Erkrankungen, sogenannte körperliche Erkrankungen, müssen auch diskutiert werden, alles, was es gibt. Und ein weiterer Baustein, den Sie auch ganz wesentlich, wo Sie helfen können, die Information zu übermitteln, das ist die Familienanamnese. Das ist wichtig für die Zuordnung des Epilepsiesyndroms. Das kann vorbereitet werden, damit verkürzen Sie auch die Zeit in der Ordination beim Erstbesuch. Und ich kann Ihnen sagen, die Ärztinnen und Ärzte, die danken Ihnen, wenn Sie das alles bereit haben. Dann kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren, auf die Behandlung und auf das, was in Zukunft folgen soll. Die Betreuung von Patienten mit seltenen Epilepsien ist eine Herausforderung für uns Ärzte, aber auch für die Familien. Was ist es wichtig, an Information zum Ambulanztermin mitzubringen? Natürlich sind wir sehr fokussiert oder kümmern wir uns sehr um die Epilepsie. Das bedeutet, ein Anfallstagebuch erleichtert die Dokumentation der Anfallsfrequenz immens.
im Endeffekt ist es egal, wie die Anfälle dokumentiert werden. Manche Patienten haben es lieber im Handy, manche schreiben es lieber in einem Blog. Hauptsache, man kann dann die Anfallstypen unterscheiden und dem Arzt dann genau sagen, wie viele Anfälle das Kind hatte. Aber genauso wichtig ist vor allem im Kindesbereich die Information über die Entwicklung. In jedem Ambulanztermin wird gefragt, wie geht es in der Schule, wie sind die Noten, was hat das Kind dazu gelernt. Hier ist es wichtig, eben diese Information bei der Hand zu haben oder, falls das Kind in die Schule geht, schnell nochmal bei den Lehrern nachfragen, wie tut er sich, wie ist das Verhalten, wie gliedert er sich ein, was macht die Schulleistung. Besonders fein oder besondere Freude hat man als Arzt, wenn dann diese Fragen oder diese Informationen in einer Liste kommen und man auch auf die Fragen, die man als Elternteil gerne stellen möchte, vorbereitet ist, sodass man dann konkret die Dinge besprechen kann, die die Familien eben interessiert oder die im Moment die Familien belastet. Besonders in einer kinderneurologischen oder kinderepileptologischen Sprechstunde haben aber natürlich auch die sozialen Sorgen, die Ängste, die die Eltern haben und die Ängste der Kinder einen großen Platz. Hier haben wir zumindest auch das Privileg von Sozialarbeitern und Psychologinnen unterstützt zu werden. Während der Therapie können natürlich Nebenwirkungen auftreten. Jedes Medikament, das eine Wirkung hat, hat auch Nebenwirkungen. Es ist ganz wichtig, dass die berichtet werden. Die sind meistens im zeitlichen Zusammenhang zu sehen mit der Neuverschreibung eines Medikamentes. Und man kann dann gemeinsam mit dem Arzt, mit der Ärztin entscheiden, wie relevant ist diese Nebenwirkung. Sehr viele von denen sind vorübergehend Anpassungserscheinungen innerhalb der ersten Wochen. Manche sind aber auch relevant. Das können Laborbefunde sein, das können Allergien sein, die sich zum Beispiel in einem Hautausschlag äußern. Da muss man reagieren und da muss der Arzt, die Ärztin was machen. Wichtig ist auch, auf das Verhalten zu schauen. Das sind oft subtile Änderungen, die man gar nicht so leicht bemerkt. Manchmal bemerken das die Patienten selbst gar nicht in der Art und Weise. Das wird berichtet von den Angehörigen und die Information ist selbstverständlich ernst zu nehmen und man muss darüber diskutieren. Eine Änderung des Medikamentes wäre dann die richtige Maßnahme. Medikamente bei seltenen und komplexen Epilepsien müssen regelmäßig eingenommen werden. Man nennt das Adhärenz. Früher hat man gesagt Compliance, aber Adhärenz heißt, ist das Maß, wie genau folgt man den Anweisungen. Und es gibt viele Gründe, warum das wichtig ist. Die Blutspiegel, die anfallsunterdrückende Wirkung der Medikamente erzeugt, die sollten konstant sein. Das sollten keine großen Schwankungen sein. Das Zweite ist, dass ein plötzlicher Entzug, wenn man aufhört, einen Tag, zwei Tage die Medikamente einzunehmen, kann zu Entzugsanfällen führen, Anfallshäufungen oder einem Status Epilepticus, ein Anfall, der dann nicht mehr aufhört. Das heißt, es ist tatsächlich gefährlich. Früher hat man gedacht, das ist ein gewisser Luxusfaktor. Man hat dann dem wenig Beachtung gegeben. Jetzt weiß man, dass Adhärenz ein ganz essentielles Thema ist. Es ist aber nicht immer so, dass der Patient nimmt die nicht, der soll doch die Medikamente einnehmen, sondern es ist ganz wesentlich, dass man versteht, warum die Medikamente notwendig sind, dass man auch versteht, was sind die Nebenwirkungen und dass man etwaige Nebenwirkungen berichtet, die der Patient spürt. Sonst weiß man ja gar nicht, warum nimmt der oder diejenige die Medikamente nicht mehr ein. Also, regelmäßige Einnahme der Medikamente ist wichtig, um Entzugsanfälle zu vermeiden. Es gibt eindeutig Daten, dass der Behandlungserfolg besser ist,
wenn die Medikation eingenommen wird, im Vergleich dazu, wenn man da ein bisschen schlampig ist. Das kann sehr schlimme Auswirkungen haben. Die Therapie bei seltenen und komplexen Epilepsien ist eine Partnerschaft zwischen Patient, Angehörigen und dem Therapeuten, der Therapeutin. Es ist nicht eindimensional, es ist mehrdimensional. Ganz wichtig ist, dass man die volle Transparenz dem Arzt, der Ärztin gegenüber walten lässt, was die Anfallsfrequenz betrifft, was die Konstanz der Einnahme betrifft, die sogenannte Adhärenz, und was auch die Nebenwirkungen betrifft. Es gibt keine Nebenwirkungen, die tabu ist, man muss alles besprechen. Auch das Empfinden, auch die Angelegenheiten, die man im Intimbereich erlebt, wenn da etwas anders ist, dann muss man das auch besprechen. Bei intellektuell eingeschränkten Patientinnen und Patienten ist es natürlich so, dass die Angehörigen eine ganz wesentliche Rolle spielen in der Berichterstattung. Aber zwischen Angehörigen, Caregivern, also den betreuenden Personen, dem Arzt, der Ärztin, dem Patienten, muss ein Vertrauensverhältnis bestehen. Das Vertrauen ist ganz essentiell in der Bindung und auch in der Diskussion über die Medikamente. Man spricht dann immer gemeinsam Entscheidungen zu treffen, das ist richtig. Es ist aber klar, dass die Information, das Wissen und die Erfahrung auf der ärztlichen Seite stärker ausgeprägt ist. Auf der anderen Seite sind Mütter und Eltern von mehrfach behinderten Kindern Expertinnen, ohne jeden Zweifel. Und eins ist wichtig, die Nebenwirkungen und die Wirkungen, die spürt nur der Patient selbst. Daher Information, Transparenz und gemeinsam entscheiden.